So, falls ihr das Golden Gate Video nicht gesehen habt oder den Abo-Wunsch, wo Golden Gate ist, bitte ich euch das nochmal wegen Informationen anzuschauen, was es mit der Let's Play Abo-Wunsch-Serie jetzt auf sich hat. So, das ist sich auch gewünscht worden. Wenn ich mich nicht täusche, lebt dieses Spiel eigentlich auch wieder nur vom Risiko. Nehmen wir erstmal von Anfang 50-50 Risiko. Wieso habe ich das erahnt? Auch noch genau dazwischen. Aber ich kann dem Spiel nicht wirklich was abgewinnen. Bis jetzt warten wir mal ab, wie es die nächsten 5 Euro läuft. Wie gesagt, diejenigen, die Golden Gate Video nicht gesehen hatten bislang, bitte ich dann wegen der Informationen nochmal, sich das anzuschauen. So, ich wechsle das Spiel jetzt aber, mach lieber nochmal was anderes. So, bis dann. Ein Abo-Wunsch von euch. Schauen wir mal auf 30 Cent. Dann schauen wir mal, ob Velvet Lounge diesmal was bringt. Und kommt was? Oder wieder nichts? Ja, ich werde jetzt ohnehin erstmal die Abo-Wünsche zurückstellen. Let's Play, so wird es weitergehen. Einerseits, weil halt nicht viel kommt. Und zum anderen, weil halt immer mehr Leute mittlerweile sagen, dass es langweilig wird. Und ja, dann spiele ich lieber wieder mal meine eigenen Spiele und hoffe, dass ich da mal wieder ein paar Serien kriege, die ihr dann in den gemischten Videos oder auf Jackpot-Jagden sehen werdet. Aber natürlich werde ich auch noch
Videos machen, wenn ich wieder mit meinen bestehenden Abonnentenkollegen zocken gehe. Dann könnt ihr natürlich das auch wieder mitverfolgen. Aber ich gehe jetzt im Moment auf keine Wünsche erstmal mehr ein. Ich denke, mit fast 150 Folgen. Oh Mann. Mit fast 150 Folgen, glaube ich, bin ich mehr als genug auf eure Wünsche eingegangen. Und habe halt viele Spiele auch mal kennengelernt, so, die ich wahrscheinlich so nicht gespielt hätte. Die ich jetzt aber in Zukunft trotzdem dann also auch noch spielen werde. Leider hat Velvet Lounge gar nichts gebracht. So, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Generell die Abo-Wunsch-Serie. Vielleicht mache ich die irgendwann mal wieder. Aber jetzt pausiere ich die halt auf jeden Fall auch erstmal. Weil ich auch im Moment weniger Zeit dafür habe. So. Also, bis dann wieder. Ciao.